So, wie angekündigt, gibt es ein zweites Unboxing-Video zu einem Spiel. Ich hatte ja in dem vorherigen Video schon nachgefragt, ob es euch gefällt und ob ihr davon nochmal irgendwie was haben wollt. Und hatte ja schon gesagt, dass ich auf jeden Fall noch ein zweites aufnehmen werde. Und hier ist es von einer Overwatch Collector's Edition. Ich weiß, das ist natürlich jetzt theoretisch schon etwas älter, weil Overwatch ja schon seit über einem halben Jahr draußen ist. Ich habe sie mir aber halt jetzt erst über dieses Amazon Cyber Monday, Black Friday, whatever Week-Dingens gekauft. Und deswegen gibt es sie halt auch erst jetzt. Ich muss gestehen, ich bin total der Overwatch-Fan. Ich bin zwar jetzt nicht so krass am Spielen, also ich bin kein Profi oder sowas, aber ich mag halt so das Spiel und das Konzept und das Charakterdesign und einfach alles, was irgendwie mit Overwatch zusammenhängt. Wie man sieht, habe ich ja auch versucht, so ein bisschen Pseudo-Diva-mäßig auszusehen. Ich würde sie auch gerne irgendwann mal cosplayen, aber ich habe eigentlich ja nicht wirklich die Statur für sie. Schauen wir mal. Tappy muss natürlich schon wieder futtern in dem Video. Es gibt es doch nicht. Die fängt immer an. Also nicht wundern, wenn man im Hintergrund komische Tappy-Geräusche hört. Ja, im Spiel spiele ich nämlich auch meistens Diva, weil ich sie am coolsten finde. Ja, und zu Overwatch selber, ich habe nämlich schon halt letztes Jahr, als eben der Trailer rauskam, den Trailer gesehen und ich musste tatsächlich beim Trailer heulen, weil ich irgendwie der. Eigentlich war da ja gar nichts Trauriges, aber es war halt so dramatisch und dann am Ende, wie dann die Brüder dann doch irgendwie ein Herz und eine Seele waren. Und, keine Ahnung, das war irgendwie so. Es hat mir Tränen abge. Dingsbumst. Keine Ahnung. Es war halt cool. Und ich wusste halt schon direkt, als ich den Trailer gesehen habe, oh mein Gott, ich muss dieses Spiel spielen. Und ja, ich hatte dann mich auch direkt für die Beta angemeldet. Aber ich habe nie einen Beta-Key erhalten, obwohl ich wirklich am ersten Tag, als es das gab, mich direkt angemeldet habe. Das fand ich schon ziemlich scheiße. Ja, ich habe auch sehr lange gewartet, bis ich mir dann das Spiel tatsächlich geholt habe, weil ich halt eine ganze Zeit lang überlegt habe, wie hole ich es mir? Hole ich mir halt die Collectors Box? Am Anfang hieß es ja auch irgendwie noch, ich glaube, erst hieß es irgendwie, dass eine Tracer-Figur drin ist und dann hieß es, dass eine Black Widow-Figur drin ist und im Endeffekt ist er jetzt ein Soldier 70 irgendwas. Wie heißt der? 67? 76? 76, glaube ich, ne? Steht hier nicht mal. Ja, der Typ halt drin ist. Und da man von dem zu dem Zeitpunkt ja noch nicht so viel wusste und ich dem Design an sich jetzt nicht viel abgewinnen konnte, weil ich es relativ langweilig fand, habe ich mich dann halt gegen die Edition entschieden und hatte mir halt dann einfach nur einen Key online gekauft. Und ich habe den Key auch noch relativ günstig sogar bekommen, weil bis jetzt ist das Spiel ja tatsächlich immer noch zum selben Preis eigentlich zu erhalten. Wobei es da jetzt auch zum Beispiel über diese Amazon-Woche und auch über die bei Blizzard-Woche Dingensbums Angebote gab. Und da konnte man es günstiger kriegen. Und es gibt ja auch immer mal wieder noch solche Wochenenden, wo man es halt einfach testweise spielen kann. Aber ja, allgemein ist das Spiel halt immer noch so vom Wert dasselbe. Und deswegen war ich ganz glücklich, dass ich das da so ein bisschen günstiger bekommen habe. Ja, und ich hatte mir halt diese Box nicht geholt. Ich habe es jetzt auch nicht bereut oder so. Ich muss auch sagen, ich habe sie mir jetzt auch nicht wegen der Figur geholt, sondern wegen dem Artbook. Es gab sie halt jetzt fast 50% billiger bei Amazon. Also die Box hat ja, glaube ich, irgendwie so 100. 20, 130, 140, 150, irgendwie sowas in dem Dreh hat die gekostet. Und bei Amazon hat sie jetzt irgendwie halt 75 oder sowas gekostet. Und ich dachte mir dann halt, als ich das gesehen habe, für 75, auch wenn ich das Spiel schon habe, scheiß drauf. Hallo? Hund meckert hier gerade einfach sinnlos in der Gegend. Da ist nix! Da ist nix, Tabi! Ja, das ist mein Hund. Die hat manchmal so Phasen, wo sie einfach rumspinnt und Sachen in der Wohnung anmeckert, die schon immer da waren. Ja.
Ja, zumindest, genau, für 75 dachte ich mir halt so, scheiß drauf, auch wenn ich das Spiel schon habe, ich kann das Spiel ja weiterverkaufen. Mir ging es ja eher um den Inhalt und dann habe ich halt auch noch die Figur und ich habe ja schon erwähnt, dass ich halt auch so Collectors Boxen stehe. Und dann habe ich sie halt einfach mitgenommen. Und ja, es ist jetzt halt hier eine PlayStation 4 Variante. Es gab halt nur PlayStation 4 oder Xbox One. Es gab keine PC Variante. Ich habe es halt auf dem PC, weil ich gar keine Mitgliedschaft für PlayStation oder Xbox habe und auch nicht bereit bin, das zu bezahlen, nur um online zu spielen. Was ich eh nicht tue. Ich spiele ja schon so sehr selten. Deswegen hatte ich es mir halt auch ursprünglich auf dem PC geholt, auch weil ich halt andere Blizzard-Games auf dem PC habe. Ja, und habe mich halt hier für die PlayStation-Variante entschieden, weil ich natürlich dann mal bei eBay geguckt habe, was so besser weggeht. Und das war halt die PlayStation-Variante und PlayStation haben halt auch mehr Leute. Und dann dachte ich mir so, die kriege ich halt besser verkauft. Ja, genau. Schon wieder lange Rede, kurzer Sinn. Oh, das ist voll blöd mit den Kopfhörern. Ich höre mich selber so ganz komisch. Ja, ich pack's jetzt mal aus. Ich warte schon mal vor, die Box ist extremst schwer. Deswegen tue ich mich hier bestimmt hin und wieder etwas schwer. Und die Box habe ich natürlich jetzt auch schon mal so vorab einmal ausgepackt, damit ich gleich nicht hier irgendwie sonst was auch immer. Also ich habe sie nicht ausgepackt, um sie mir anzugucken, sondern ich habe sie nur ausgepackt zur Sicherheit, dass ich hier jetzt nicht irgendwas aufschneiden, aufreißen, was auch immer muss und dann halt versage, wie ich es immer tue beim Auspacken. Ja, ich versuche sie zu zeigen, aber wie gesagt, sie ist sehr schwer. Also, wir haben hier einmal so einen Rahmen drumherum. Ich meine, ich kann den Rahmen, wobei es halt schön, den so an der Box zu sehen, ne? Ich mache ihn mal ab, weil dann ist es nicht ganz so schwer. Oh, das ist der Rahmen. So, da haben wir nämlich hier einmal das Overwatch-Logo und halt PlayStation. Dann ist halt hier am Rand eben das, was auch auf der Box ist. Ich werde es auch gleich auf der Box dann nochmal zeigen. Unten sozusagen ist jetzt nichts Besonderes. Da sind, falls man es überhaupt sieht, die Kopfdinger, die man manchmal ja auch so auf T-Shirts und so sowas sieht. Ich glaube, man erkennt es nicht, ne? Die sind da halt so als Prägung. Und auf der anderen, ach nee, auf der Seite ist dann halt der Inhalt der Box. Also im Prinzip ist in der Box eben das drin, was auch in der Origins Edition drin war. Also in Heroes of the Storm Tracer als Heldin, in World of Warcraft das Winston-Haustier-Baby, was extrem süß ist, in Diablo die Flügel von Mercy, in Hearthstone ein Kartenrücken von Overwatch, in StarCraft 2 bekommt man halt Porträts und es ist auch der Skin Noir von Widowmaker für Overwatch dabei. Und was eben auch in der Origins Edition dabei war, die Skins. 5 Skins, einmal von Tracer, einmal von Soldier, einmal von Bastion, einmal von dem Reaper und einmal von der Pharah. Und das war eigentlich auch alles, was in der Dings dabei war, genau. Und hier ist halt jetzt eben noch diese Figur dabei, ein Artbook dabei, ein Soundtrack dabei und so Karten von den verschiedenen Städten. Irgendwie habe ich hier die ganze Zeit so ein blödes Haar. Genau, das ist dann halt hier eben dabei. Da auf dem Hot Build. So, schmeißen wir das beiseite. So, und dann haben wir nämlich die Box. Oh, die Box. Ah, so mega cool. Ah, wir haben hier einmal auf der Box. Oh, das ist so schön. Overwatch. Und wie gesagt, hier sind halt die Helden. Aber das ist auch nochmal eine extra Box. Die packe ich auch noch gleich aus. Hier haben wir das Overwatch-Logo. Ist hier noch irgendwas? Hier ist halt auch nochmal Overwatch-Logo. Unten ist, glaube ich, nichts. Und hier haben wir halt nur nochmal Blizzard. Und hier ist auch nochmal irgendwie so... Ich glaube aber auch nicht, dass man sieht... Ah, doch, das sieht man. Eben Tank, Defense, whatever. Nee, Offensiv. Ah, whatever. Heiler, bla. Die Klassen. Genau. Genau, und dieses schwarze Ding kann man nämlich auch nochmal abziehen. Das ist einfach nur so ein schwarzes Ding mit Loch. Schmeißen wir auch beiseite. Und dann haben wir den nächsten Karton. Es ist halt echt Karton in Karton in Karton in Karton. Natürlich ist es nicht so gemacht, dass man es jetzt aufknicken könnte und dann könnte man alles sehen, deswegen muss ich es halt drehen. Also da sind eben, ist dieses Bild mit den Overwatch-Helden, kennt man ja, war ja auch auf der Homepage und so. Und hier ist halt nochmal das Overwatch-Logo. Und da sind auch nochmal die Köpfe, falls man sie irgendwie erkennt. Ich glaube, man erkennt sie nicht.
Aber meine Perücke rutscht. So, genau, das ist die Box und ich werde sie jetzt auch aufklappen. Ich würde sie ja gerne irgendwie so hier hinstellen. Ich habe hier schon alles durch diese schwere Box. Boah, ist so schwer. Ich werde sie jetzt einfach hier so hinlegen. Man wird es dann nicht sehen, aber es ist nicht so schlimm. Man sieht schon den Soldier. Ich werde aber erstmal die anderen Sachen zeigen und dann zeige ich die Soldier-Figur. Also, man hat halt hier drinne einmal diese Seite. Da ist eben das Artbook und das Spiel und alles drin. Und hier ist tatsächlich nur die Figur. So, ich mache das jetzt erstmal auf. Das ist hier mit so einem lustigen Reißverschlussdingens drin. So, machen wir erstmal das Artbook. Es ist einmal auch abgedeckt, damit hier nichts passiert. Und es ist sogar nochmal auch in so einer komischen Folie drin. So sieht das Artbook aus. Ich habe es mir auch, wie gesagt, noch nicht angeguckt. Ich habe es alles nur so ausgepackt, dass man es mit Leichtigkeit halt alles dann rauskriegt. Es ist halt einmal hier so eine Folie mit dem Logo. Ich werde jetzt nicht das... Hier steht auch, ich kann nie genug Helden haben. Ich werde jetzt nicht das ganze Artbook zeigen, aber ich werde halt mal so ein bisschen durchblättern. Auch wieder Overwatch-Logo, bla bla. Ich glaube, das ist von den verschiedenen Trailern. Dann gibt es hier zu jedem Helden das Diva. genau, viel bla bla, Skizzen und so weiter und so fort. Wahrscheinlich auch zu den verschiedenen Städten, keine Ahnung. Ich werde es mir dann in Ruhe angucken. Ja, hier sind die Städte. Ist ganz nice. Ich bin sehr gespannt. Ich werde es mir dann in aller Ruhe nochmal anschauen. Falls ihr Interesse habt, kann ich auch gerne nochmal ein Video machen, wo ich die Bilder irgendwie nochmal genauer zeige oder so. So, weiter geht's. Dann haben wir hier das Spiel. Das werde ich jetzt aber nicht weiter auspacken, weil wie gesagt, ich möchte es ja noch verkaufen. Falls jemand Interesse hat, es ist in einer schönen Steelbox, wo ich die fast schon am liebsten selber behalten würde, aber ich werde es wahrscheinlich gemeinsam verkaufen. Einmal hier mit Nicer Tracer. Und mit dem Reaper, falls man den sieht, das ist so glänzend, ja, der Reaper. So, dann haben wir hier die Karten. Auch schön mit so einem Bändchen dran, wo das Overwatch-Logo drauf ist. Einmal Dorado. Dann Hanamura. Ich mag Hanamura. Dann, kann man so, dass es irgendwie wieder... Hollywood. Welcome to Hollywood. Dann, ich glaube, ich tue sie irgendwie gerade total falsch zusammen. Egal. Ilios. Christenland. King's Row. Eine Map, die ich total hasse. China. Das ist ja dieser Konzern, glaube ich, was da in China spielt. Numbani. Oh. Route 66, die hasse ich auch total. Nepal. Tempel von Anubis. Schon sehr cool gemacht. Oh Gott. Ich kann kein Russisch. Volkskaskaya. Ja, irgendwie so wird das immer ausgesprochen. Keine Ahnung. Und natürlich der Watchpoint. Wobei ich es sehr witzig finde, weil das Bild, was man im Spiel vom Watchpoint sieht, finde ich, erinnert mich eher an das Trainingsding, als dann tatsächlich das, was man halt im Spiel hat. Also, das sieht halt sehr nach diesem... Also, es ist ja auch das ist ja auch dieser Watchpoint, aber ja, das Bild verspricht halt sozusagen eher dieses Trainingsgelände. Ich glaube, ich krieg das Ding nicht mehr drum. Ich lege es erstmal hin, ich mache das nachher in Ruhe. So, und dann haben wir hier noch, die werde ich jetzt aber auch nicht weiter auspacken, den Soundtrack. Ich hoffe, man kann es irgendwie lesen. Ja, also sind halt... Es sind fast alles irgendwie Namen zu den Städten und sowas. Ja, das sind wahrscheinlich alles diese Hintergrundmelodien, die man da immer hört. Was ja schon sehr cool ist. So, ich pack das erstmal. Ich muss das jetzt noch irgendwie hinkriegen. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Wisst ihr euch noch etwas länger auf den Soldier 76 geduld? Ah, das ist ja auch bescheuert, ey. Wer macht das denn so, dass man das da nicht mehr reinkriegt? So, ich hab's geschafft. So. Ich kann das alles wieder schön hier rein. Das. Ich mach das
ja alles seine Ordnung haben, ne? So, und die Folie noch dran. So. Schick, schick, so, so, so. Nee, wir können schon. Nee. Man kann das auf beide Seiten machen. So, und die Figur. Die ist das, was so schwer ist, wobei das Buch ist auch schwer. So, erstmal den Karton. Also, wir haben hier den Namen. Da haben wir die Rückansicht. Da haben wir auch wieder die Fresse. Da haben wir die Frontansicht. Oben steht einmal schön Blizzard. Und unten stehen Warnhinweise. So, ich hoffe, ich kriege die jetzt ordentlich ausgepackt. Ich habe sie nämlich vorhin schon mal ausgepackt, um den Kleber drumherum abzumachen, damit wir sie uns angucken können. Und das Ding ist extrem schwer hier rauszufuddeln. Wir haben hier auch einmal eine Anleitung, wie wir den hinstellen, weil es ja so schwer ist, den da hinzustellen. Ah, okay, es geht einfacher als vorhin. Vorhin war es nicht echt schwer. So, ich schmeiß das einfach mal alles hier mit zur Seite. So, der ist nochmal in so einer schönen Verpackung drin, wo hier auch nochmal das Logo ist. Hier ist nochmal das Blizzard-Logo. So, und jetzt hoffen wir, dass er mir nicht irgendwie runterkracht oder so. Hängt nicht. So, oder da ist sogar noch irgendwas Schweres dran. Achso, das ist das Ding zum Stehen. Das ist nämlich alles hier so noch extra eingepackt. Ich weiß zwar nicht, ob ich das jetzt... Was, das ist schwer. Krass. Das ist das, was so schwer ist. Das ganze Ding ist einfach nur so schwer wegen diesem Aufstellteil. Das ist ja voll krank. Ja. Das habe ich natürlich nicht ausgepackt, weil ich das gar nicht gesehen habe. Also, wir haben einmal hier diesen formschönen Aufsteller, auf dem hier auch alles draufsteht. Ich weiß nicht, hat das eigentlich irgendwie eine limitierte Nummer? Nee, natürlich nicht. Wieso denn auch? So, die Figur ist auch nochmal schön eingepackt. Holen wir die auch direkt raus. Da ist dann auch so ein China-Scheiß-Gel drin. So. Okay, jetzt bin ich doch überfordert. Ich brauche doch nochmal die Einleitung. Hä? Man soll die Beine irgendwie auseinanderziehen? Wieso soll man die Beine auseinanderziehen? Wieso ist der nicht direkt so gemacht, dass der da reinpasst? Ich kann die Beine gar nicht so weit auseinanderziehen. Ich habe voll Angst, den kaputt zu machen. Das ist aber nicht gut gemacht, Blizzard, ey. Aber so hält er wenigstens, würde ich mal sagen. Boah, das Ding ist voll schwer. Krass. Ich hatte noch nie so eine schwere Figur, glaube ich. Ja, was ich auch erst jetzt irgendwie bei den Bildern bemerkt hatte, ist, dass der ja gar nicht richtig angemalt ist, sondern dass der irgendwie in so einem Kupfer, Grün, Blau, irgendwas ist. Man sieht es ja von den Farben, ne? Was ich halt auch irgendwie nicht ganz so cool fand. Ich hätte es cooler gefunden, wenn es halt einfach die Figur so ganz normal gewesen wäre. Aber okay. So, wir gucken ihn uns mal genauer an. Wir haben den Kopf mit die Maske. Seine sehr coole Jacke, die finde ich sogar tatsächlich relativ cool. Ist auch alles dran. Dann natürlich die Wumme. Oh, oder so. Die Wumme. Versuche auch mal ein bisschen zu drehen, dass man hier oben auch alles sieht. Hinten ist natürlich auch die 76. Der hat wenigstens mal ein Popo. Nicht so wie die anderen Figuren, die wir uns vorher angeguckt haben. Ich glaube, das ist mir auch schon im Spiel aufgefallen. Hier nochmal die Knarre von der anderen Seite. Die schicke Hose, die schicken Schuhe. Auch wieder die Rückansicht. Ja, ich denke, das passt soweit, ne? Ja, also abgesehen davon, dass ich es halt cooler gefunden hätte, wenn er in Farbe gewesen wäre. Und dass ich es auch cooler gefunden hätte, wenn es eher die Tracer-Figur gewesen wäre. Die hätte ich mir nämlich lieber hingestellt. Finde ich ihn trotzdem ganz cool. Er ist halt wirklich cool, detailreich und das ist auch wirklich gut gemacht. Er ist mega schwer. Also ich glaube nicht mal, dass es nur irgendein Plastik ist. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es irgendwas Metallisches ist. Also zumindest hier ist irgendwie Beton oder Scheiß drin. Weil das Ding ist halt echt schwer. Also das Ding ist schwerer als die Figur selber. Und das ist schon echt krass. Aber so kann er wenigstens nicht umfallen. Das ist doch auch mal was. Jetzt habe ich natürlich hier den ganzen Müll so hingepackt. Ich versuche den mal hier so schön hinzustellen, dass man ihn vielleicht noch ein wenig sieht. Was natürlich so mit diesem komischen Blau-Grün auf Blau super ist. Geht schon irgendwie. Ja, das war das Unboxing gewesen.
Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen, aber ich habe noch eine Kleinigkeit. Ich habe nämlich vor kurzem solche Tütchen im GameStop bekommen, mir mitgenommen. Da sind so ein paar Kleinigkeiten zu Overwatch drin. Und dadurch, dass ich halt eben mehr als eine hatte, ich habe aber auch gefragt, dachte ich mir, dass ich da eine verschenke, verlose, wie auch immer. Ja, falls euch das also interessiert, es ist jetzt nichts Besonderes, es ist auch wirklich nicht viel drin, es sind ein paar Kleinigkeiten zu Overwatch drin. Ich finde sie aber sehr süß und ich glaube, jemand, der halt wirklich ein Fan ist, der freut sich da auch richtig drüber. Dementsprechend, ja, wenn euch das interessiert, gilt es wie immer, lasst ein Abo da, lasst einen Daumen hoch da und schreibt in die Kommentare. Und unter allen Kommentaren wird das dann verlost. Ich weiß noch nicht genau, ich kann ja einfach mal irgendwie so sagen, auch wenn es vielleicht sehr hochgestochen ist, 50 Daumen nach oben, also 50 Likes und dann findet das Gewinnspiel statt. Ich glaube, das ist eine ganz gute Nummer. Es ist zwar für meinen kleinen Abo-Kreis momentan vielleicht noch ein bisschen viel, aber vielleicht klappt das ja und ansonsten zieht es sich halt wieder ein halbes Jahr hin. Das wäre zwar ein bisschen blöd, aber schauen wir mal. Also ja, wer Interesse hat, Abo, Daumen hoch, Kommentar und ihr seid dabei. Ich versuche das mal hier so mit auf den Müllhaufen zu legen. Es wird gleich wieder alles ordentlich eingepackt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst den Daumen nach oben da. Wenn ihr noch irgendwie Fragen habt oder zum Beispiel eben noch die Bilder aus dem Artbook gerne sehen möchtet oder sowas, schreibt es in die Kommentare. Ich mache da gerne noch ein Video zu oder keine Ahnung, ich werde die nicht alle einscannen und hochladen, das wäre mir zu doof. Ich mache dann eher noch ein Video, wo ich nochmal ordentlich in Ruhe durchblättere. Wenn ihr irgendwelche anderen Fragen habt, auch gerne in die Kommentare. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, auf jeden Fall in die Kommentare. Das würde mich nämlich total interessieren, weil dann mache ich nämlich mehr. Ich habe nämlich noch mehr. Ich habe noch einen Halo Collector's Edition und WoW bis Kata. Das kann ich alles vorstellen. Und noch so ein paar andere, auch hier von Fallout 4 hatte ich jetzt auch diese Pip-Boy Edition und noch ein paar andere. Ich habe auf jeden Fall ein paar Collector's Editions. Dementsprechend, ja, wenn euch das interessiert, Daumen nach oben, schreibt es mir in die Kommentare, damit ich das weiß. Und das Abo nicht vergessen, um hier dran teilzunehmen, an meinem anderen Gewinnspiel, das glaube ich noch läuft, teilzunehmen. Und um ja, einfach auf dem Laufenden zu bleiben. Und ja, ich glaube, das war es dann soweit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.